Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Partie, zur nächsten Folge hier bei FIFA 14. Heute ist der VfB Stuttgart zu Gast in Berlin und wir haben eine englische Woche sozusagen, denn das Ganze findet hier an einem Mittwoch statt. Heißt also, wir müssen ein bisschen gucken, dass die Kräfte unserer Spieler noch da sind, mal so gesagt. Deshalb heute eine leicht veränderte Startaufstellung. Ihr seht schon, Thomas Kraft wird weiterhin im Tor bleiben. Die Abwehr heute bestehend aus Pekarik, Janka, Matip und Vandenberg, dass der auch mal in die Bundesliga-Saison reinkommt. Skjelbred wird im defensiven Mittelfeld neben Hosogai agieren. Und in der Offensive haben wir Njeng rechts, Wright links, Baumjohann in der Mitte und Chongtese bleibt im Sturm. Bank, seht ihr, ne? Und ja, gehen wir mal rein in die nächste Begegnung. Mal schauen, wie es heute klappen wird. Letztes Spiel war ja wieder ganz gut, nachdem wir gegen Nürnberg leider eine Pleite hinnehmen mussten. Haben wir im letzten Spiel wieder ganz ordentlich gespielt, gut Druck gemacht gegen den HSV und dort eigentlich nichts zugelassen. Heute treffen wir auf den, naja, das ist nicht sehr aussagefähig nach 3 Spieltagen, aber auf den besten Torschützen der Liga, nämlich auf Abdellaoui vom VfB Stuttgart. Der wird heute gegen uns spielen. Und natürlich sind wir da gespannt, ob wir den in den Griff bekommen. Eigentlich bin ich da frohen Mutes. Das sollte hinhauen. Habe ich eigentlich gar keine Bedenken daran, denn die Abwehr stand in der letzten Folge sehr, sehr gut. Und ja, wenn man ganz genau nimmt, dann stand die Abwehr auch in Spiel 1 und auch in Spiel 2 gut. Ja, da haben wir ein Tor kassiert, haben das Spiel verloren. Aber komm, war mein Fehler. Also, das ist die Aufstellung von der Hertha. Wir haben einige Leute dabei, die eigentlich nur zur zweiten Garde gehören, nämlich Njeng, Skjelbred, Janka und auch Wright. Damit, ja, Vandenberg kann man auch dazu zählen. Auch wenn der eigentlich der Stammspieler war. Bis ich kam. Tja, so schnell kann es gehen. Kaderplanung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Aber ich kann schon mal so viel verraten. Beim nächsten Spiel gegen den VfL Wolfsburg, das wird dann das nächste Spiel sein, da ist der letzte Tag für Transfers. Weiß nicht, ob ich den euch noch zeige oder ob wir den dann auch so einfach simulieren. Und dann steht die Mannschaft erstmal fest. So, und jetzt kommt der VfB Stuttgart. Und da werden natürlich gerade Erinnerungen wach an das Let's Play von Terror-LP. Sagen wir dazu einfach mal nichts. Lassen wir das mal so stehen. Und starten die Begegnung. Ich hoffe, mir wird es nicht so gehen wie Pascal. Denn Pascal hatte bei diesem Spiel gegen Stuttgart auf jeden Fall richtig hart die Scheiße am Fuß kleben. Das muss man einfach mal so in der Deutlichkeit auch sagen dürfen. Und wir starten in die Begegnung Berlin gegen Stuttgart und schauen mal, was wir hier leisten können und was für ein Ergebnis wir hier einfahren können gegen den VfB. Right. Geht gleich mal steil. Baumjohann auf Chong Tese. Ah, Tese wollte einen Pass spielen, klappte nicht. Und Tese jetzt mit dem Fehlpass. Der VfB hat Platz und Raum zum Konter. Traoré. Übrigens, mit Martin Harnik war ich tatsächlich auch am Anfang der Karriere so ein bisschen in Transferverhandlungen. Jetzt aber erstmal Achtung. Njeng. Und Ulreich pariert gut gegen den Schuss von Njeng. Schade, aber da kann er seine Schnelligkeit gleich mal zum ersten Mal ausspielen. Ja, also mit Martin Harnik habe ich tatsächlich auch verhandelt. Leider wollten die Stuttgarter, ich glaube, 6 oder 7 Millionen Ablöse für ihn, was natürlich in diesen Bereichen, in denen wir uns hier bei diesem FIFA 14 bewegen, unfassbar hoch ist. Also das ist wirklich eine astronomisch hohe Summe. Von daher hatte ich da gar kein Interesse dran. Jetzt aber Achtung, der VfB mit Abdellaoui. Erste große Chance für den Mann, der in den ersten 3 Spielen ganze 4 Tore gemacht hat. Skjelbred. Wahnsinn, wie der sich da durchsetzt. Jetzt der Pass auf Chongtese. Chongtese versucht es mit der Schussantäuschung. Tese ist durch. Und der Schuss dann doch sehr harmlos. Kein Problem für Ulreich. Ja, und das war dann auf jeden Fall der Grund, warum ich dann
doch von Harnik die Finger ließ. Danke, Schiri. Sehr gut gemacht. Nicht. Spielt er hier mit, ey, die Sau. Warum ich dann doch von Harnik die Finger ließ. Ja. Das Ding ist, mir ist nämlich aufgefallen, ich glaube, ich habe noch nie in keiner FIFA-Karriere, die ich bisher hatte, und es waren jetzt schon einige, ich glaube, ich hatte nie Martin Harnik im Kader. Und da verliert er gleich mal den Ball gegen Joel Matip. Also das ist mir mal letztens so aufgefallen. Drum hätte ich mir gerne geholt, aber wie gesagt, leider viel zu teuer hätte ich mich leisten können. Von daher haben wir es gelassen. Da lasen wir es, habe ich mir gedacht, wisst ihr. Da lasen wir es. Janka. Auf Hosogai. Skielbrett. Right. Auf Vandenberg. Hosogai am Ball. Jeng. Raus auf Pekarik. Ja, das geht. Dauert zu lang da. Bis der den Ball unter Kontrolle hat. Das ist nicht okay. Baumjohann. Der ist dann noch sehr, sehr unauffällig in dieser Partie. Da ist er. Jeng. Auf Hosogai. Jetzt wieder ein Jeng. Flanke kommt, aber Ulreich ist mit der Faustabwehr zur Stelle. Traoré. Ah, Skjelbred. Ganz, ganz schlechter Zweikampf. Jetzt kommt Janka. Und Janka macht das perfekt. Holt sogar den Einwurf raus. Besser geht's nicht. Hosogai mit dem Seitenwechsel, Seitenverlagerung hier auf die linke Flanke. Und da haben wir Baumjohann. Pekarik. Chongtese. Vandenberg. Viel Bewegung jetzt drin bei der Hertha. Vandenberg hat Platz. Vandenberg zieht ab. Ah, hat nicht viel gefehlt. Schöne Schussposition. War ein Versuch wert. Aber leider doch verzogen von Vandenberg. Ist halt ein Außenverteidiger. Hat mit präzisen Schüssen weniger Mut. Matips, Kopfball, direkt beim Gegner gelandet. Da kommt er nochmal an den Ball. Baumjohann jetzt. Ah, natürlich der Pass mit perfektem Timing nicht. These. Skjelbred, jetzt Hosogai, raus auf Wright. Jetzt Dre Wright. Das war gefährlich. Einsteigen da von hinten, aber der Stuttgarter hat den Ball getroffen. Das hätte auch gut und gerne einen Elfmeter samt roter Karte geben können, wenn das als Foul gewertet worden wäre. Also sehr, sehr großes Glück da für den VfB, muss ich sagen. Das war sehr knapp. Seitenwechsel jetzt. Von Vandenberg auf Pekarik. Pekarik geht mal ein bisschen, hat den Raum. Also warum nicht diesen Raum auch nutzen? Njeng. Gelbrett. Und das war's auch schon. Erste Hälfte ist vorbei. 0:0 steht's zur Pause. Was haben wir für ein Spiel gesehen? Stuttgart durchaus auch mal mit einer Chance. So ist es ja nicht. Aber im Großen und Ganzen war es wieder eine sehr dominante Partie von der Hertha. Das muss man einfach so sagen. 0:0. Damit können wir natürlich nicht zufrieden sein. Das ist ganz klar. Aber gut. Es gibt noch eine Hälfte, in der läuft es hoffentlich besser. Und in dem Sinne würde ich sagen, steigen wir auch gleich ein. In Hälfte Nummer 2. Stuttgart am Ball. Baumjohann. Auf Njeng. Njeng versucht mal den Steilpass auf Chongtese. Gar nicht mal so schlecht. Aber hat nicht geklappt am Ende. Right. Auf Vandenberg. Vandenberg, warum nicht? Der sorgt schon für viel Trubel da drüben. Und jetzt die Schusschance. Für, ich glaube, ein Jeng war es.
Klasse gemacht von Vandenberg, der da einfach mal durchrennt durch die Verteidigung des VfB. Ah, wobei, war es ein Cenk oder war es Baumjohann, der die Chance hatte? Auf jeden Fall eine gute Möglichkeit für die Hertha, erneut zur Führung zu kommen. Ah, Steilpass, kommt nicht durch. Von These auf Baumann. Hui, guter Zweikampf da. Stellen wir um auf hoher Druck. Denn den brauchen wir jetzt. Ah, These. Immer abseits. Schade. Bei diesem Pass in die Spitze. Und Hosogai. Ach, da wollte ich doch nicht hinspielen, Junge. Sehr schön gerettet von Vandenberg. Da gab es das Foul vom VfB und somit die Hertha mit dem Freistoß. Ja, kann man pfeifen. Da rennt der Stuttgarter voll rein in den Mann. Damit ganz klar das Foul. Aber ich muss sagen, Vandenberg gefällt mir heute richtig gut. Jetzt White mit der Flanke. These kommt zu Fall. Kein Pfiff, sagt der Schiedsrichter. Nächste Flanke. Und Skjelbred ist zur Stelle. Und jetzt die Schusschance. Wieder nicht. Abgefälscht durch den Stuttgarter Verteidiger. Skjelbred raus auf White. White mit der nächsten Flanke. Wieder nix. Wieder nix gewesen. Hosogai, super Zweikampfführung hier. Ja, das war nix. Und damit der VfB schon wieder am Ball. Und die kontern jetzt gefährlich. Ich bereite in der Zeit schon mal ganz kurz eine Auswechslung vor. Ich weiß nicht genau, wen ich bringen könnte. Ich könnte mal Wagner bringen, theoretisch. Ich meine, warum nicht, ne? Ah, ich lasse es jetzt nochmal sein, aber wir behalten uns diese Option im Hinterkopf. Sakai. Ja, Matip setzt dem ganzen Spuk ein Ende. Und somit wieder die Hertha im Ballbesitz. So wie sich das hier gehört. Aber schon wieder der Ballverlust. Also Stuttgart, ein unangenehmer Gegner. So viel kann man sagen, auch wenn sie hier ins Ausrennen. Das ist nicht so leicht hier gegen den VfB. Right. Raus auf Vandenberg. Oh Gott, was eine Ballannahme von White. Da machen sich die 60 halt doch mal bemerkbar. Ja, an der Stelle vielleicht doch mal ein Wechsel. Benatira kommt mal rein für White. Und Sandro Wagner kriegt auch seine Möglichkeit, sich hier auszuzeichnen. Kobiashvili habe ich auf der Bank. Den möchte ich jetzt sehr, sehr ungern bringen für Vandenberg, weil Vandenberg macht eine super Partie hier. Wahnsinn. Richtiger Aktivposten. So bewirbt man sich auch für die Stammelf. Pekarik. Oh, so geil. Jetzt schon wieder White am Ball. Aber ihr seht es ja, Stuttgart macht das alles hier sehr, sehr eng. Jetzt White. Ja, holt immer in die Ecke raus. Warum nicht? Macht er gut. Jetzt sind die Wechsel auch vollzogen. Alexander Baumjohann wird den folgenden Eckball treten. Kopfballchance. Kopfballchance von Sandro Wagner. Da ist er auch direkt zur Stelle, kurz nach der Einwechslung. Mit der ersten Chance direkt. Chongtese heute in diesem Spiel war er einfach nicht sehr auffällig. Das muss man sagen. Ey, wohin passt du? Wohin passt du? Da wollte ich nie im Leben hin. Benatira, ja, das bringt auch nichts. Und so verstreicht Minute um Minute. Das Spiel neigt sich dem Ende entgegen. Und es sieht nicht so aus, als würde die Hertha hier eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Bislang. Harnik. Lass ich auch noch ein Gegentor kassieren. Das wäre jetzt Worst Case. Und jetzt Vandenberg. Kann die Hertha vielleicht noch zuschlagen? Jetzt spielt er natürlich den Falschen an. Muss ja sein, ne? Vandenberg. Aufs Gelbrett. Pekarik. Pekarik. Zurück auf den Cenk.
Und der verliert den Ball gegen Christian Gentner. Geht, setzt aber super nach. Und so kann die Hertha nochmal nach vorn gehen. Skjelbred. Das ist Baumjohann. Und das ist zu viel klein-klein auf diesem engen Raum. Da kann sowas nicht gut gehen. Hosogai. 90. Minute läuft. Baumjohann. Kein Abseits. Skjelbred. Ab nach vorne, Junge. Spielt nochmal auf Vandenberg. Vandenberg, das gibt nochmal einen Wurf für die Hertha. Vollste Offensive ist jetzt natürlich angesagt, ganz klar. Vandenberg, Flanke kommt. Nochmal eine Möglichkeit hier. Sieht nicht so aus. Da wird der Schiri wahrscheinlich gleich abpfeifen. Ja, und da ist der Schlusspfiff. 0:0 steht zwischen Berlin und Stuttgart. Ein sehr unbefriedigendes Ergebnis, muss ich sagen. Und ich denke, man kann es auch langsam nicht mehr leugnen. Offensiv läuft es nicht so ganz für die Hertha. Ich bin nicht zufrieden. Sagen wir es mal so, ich bin definitiv hier nicht zufrieden, was dieses Spiel angeht. Ja, ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr die Partie? Hier die gute Parade von Kraft gegen Abdellaoui. Und das war die einzige Situation, was? Glaube ich irgendwie nicht so ganz. Johannes Vandenberg mit der grandiosen Partie. Brauchen wir nicht anders drüber reden. Das war sehr, sehr stark von ihm. Ja, und wir schauen mal, wie es im nächsten Spiel wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße, euer Fritte.